Servus, grüß euch und hallo aus der wunderschönen Weststeiermark. Ich bin René, herzlich willkommen bei Slot Racing Vorarlberg hier am Zigeunerring. Heute ist Finaltag Sommercup 2024 unserer offenen Clubmeisterschaft, wenn man so möchte. Wir sind live dabei. Es wird vielleicht ein spannendes Finale. Ich hoffe, der Bertl hier ist in Pole Position fürs Finale. Mal schauen, ob den noch jemand heute ärgern kann. Dazu möchte ich euch gerne mit einladen auf die Reise. Schauen wir mal. Wenn euch Videos dieser Art gefallen, lasst doch ein kostenloses Abo da oder ein Like natürlich auch. Würde mich sehr freuen. Danke an der Stelle. Dann schauen wir mal rein in diesen hoffentlich spannenden letzten finalen Rennabend. Und damit legen wir los. Ja, natürlich gehört auch Warm-up dazu, ein offenes Training. Qualifying passiert ja bei uns anders am Rennabend. Aber natürlich Warmfahren, ja, muss natürlich sein. Ganz klar. Wir starten diesmal unser Finale mit Formel 1, ja, und zwar auf der Short Track. Und da geht's schon los. Formel 1 muss man sagen, ja, da sind wir noch nicht zufrieden mit unseren selbst konstruierten Formel 1 Boliden. Sind ganz klar durch die Länge der Fahrzeuge sehr anfällig, gegeneinander zu stoßen neben den Slots, weil einfach ja das Ganze beim Drift, also wenn Autos ausbrechen mit Spoiler und Heck und so weiter, da gibt es immer wieder Probleme und da möchten wir die Fahrzeuge einfach noch ein bisschen optimieren. Vielleicht können wir auch reglementmäßig irgendwas anderes machen. Wir sind dran, es wird sicher besser werden. Seht ihr auch, es ist auch ein bisschen zusammengeschnitten natürlich durch die mehreren Unfälle. Aber wie gesagt, Spaß macht es allerdings immer noch natürlich, ganz klar. Wir haben auch heute, ihr seht auch wieder einen Crash, viele Neulinge oder auch Anfänger, wenn man so möchte, die noch nicht lange dabei sind, dabei in der Runde. Und auch das macht sich natürlich schon bemerkbar, ganz klar, bei den Slots. Auch da ist es wichtig natürlich, gerade bei den Slots, dass wir hier das Ganze ein bisschen strenger anziehen. Auch wichtig, damit Rennen flüssiger werden. Hilft natürlich auch. Dementsprechend. Hier sind wir jetzt beim Nachtrennen angelangt, ja, offenes GT, Open GT. Da fahren wir wirklich mit allen möglichen GT-Fahrzeugen, die es gibt. Und wie gesagt, Nachtrennen. Es ist nicht ganz so dunkel, wie es jetzt vielleicht hier am Bild wirkt, ja. Es ist schon sehr, sehr erkennbar. Also man kann wirklich alle Fahrzeuge auch an der Farbe erkennen, nicht nur an den Lichtern. Das wäre sonst ein bisschen chaotisch, ja, ganz klar. Aber Nachtrennen, das macht immer Spaß. Wir fahren hier den Tankmodus. Und gerade mit den Beleuchtungseffekten und so weiter macht das schon toll. Und hier die Slow Motion, ihr seht hier meinen Crash. Hier habe ich ziemliche Scheiße gebaut hier mit meiner Corvette hier im mit meiner Dodge Viper hier im Hintergrund, die rote. Aber es geht schon wieder weiter. Vorhin auch die Drehscheibe, die selbstgemachte, ja, die habe ich ja auch über Amazon gekauft. Ist auch in der Videobeschreibung der Link, wenn ihr sowas auch selbst machen wollt. Und hier sieht man ganz gut die drei Ebenen, ja, die sehr aufgebaut sind. Also drei Ebenen hier überlappend und trotzdem alles übersichtlich. Hier sieht man vor allem die Unterflurstraße jetzt in der Mitte, ja, die beleuchtet ist, auch die Berggerade natürlich, sind beide so, ja, 5,5 Meter, knapp 6 Meter lang. Also hier ist schon auch ein gewisser Speedbereich vorhanden auf der Strecke, ist auch wichtig für die Abwechslung. Also Kurven sind sehr wichtig, aber auch gerade natürlich, damit ja von allem, was dabei ist, was das Racerherz begehrt. Da sind wir schon sehr froh, dass wir da ein bisschen Abwechslung auf der Strecke haben, ganz klar. Es war auch dieses Finale, wie auch vorher erwähnt, der Bertl ist nach wie vor in Führung, den habe ich bis dato jetzt nicht einholen können. Der ist einfach zu weit weg, der zweitplatzierte Sterli, der Martin ist heute leider nicht am Start. Das war dazwischen gekommen, kurzzeitig beruflich, ja, kann man auch nichts machen, dann wäre es wahrscheinlich noch spannender geworden. Auch diese Perspektive hier mit der Abfahrt rechts ja in die Talebene. Ist auch sehr, sehr tricky. Finde auch das jetzt gerade in der Talebene, ja, mit den engen Schikanen hier überhaupt ganz anders zu fahren, wie der Außenbereich, wieder schneller, ja, ganz klar. Und das seht ihr auch hier in den Fahrzeugen. Hier kommt es natürlich immer wieder, gerade bei Neulingen, auch zu den Slots. Aber im Gesamten, ja, ist der Mix ganz gut. Da sind wir schon sehr zufrieden. Das GT ist auch mit Abstand unser schnellstes Rennen. Also sprich, die Fahrzeuge machen die besten Rundenzeiten, die schnellsten Rundenzeiten. Die sind einfach am hochgezüchtetsten.
Ja, und hier wieder ein schöner Crash von der oberen Etage heruntergefallen. Jetzt kommen wir zu den M1 Pro K. Ja, da fahren wir Tanksimulation, 20 Runden. Die M1 sind Clubfahrzeuge. Das war auch sehr, sehr eng. Hier hat es aber der Bertl auch wieder für sich entschieden, auch dieses Rennen. Ich habe das GT gewonnen gleich vorher, also vorhinweg bin ich Erster geworden beim Nachtrennen. Und auch ganz wichtig natürlich immer, ja, unsere Einsatzhilfen, dass jeder schaut für den anderen natürlich auch, dass die Fahrzeuge wieder eingesetzt werden. Ja, das war jetzt die Frühstartbestrafung und der Neue im Bunde, der Gastl, der muss sich natürlich auch daran gewöhnen, ganz klar, das ist für alle gleich. Macht auch Sinn, diese Frühstarterkennung, weil sonst würde immer wieder Frühstart, das verzögert dann den Rennfluss, das ist dann nicht lustig. Und deswegen gibt es auch hier eine Bestrafung von 5 Elementen Rückversetzung auf der Strecke. Kann man natürlich auch Plätze verlieren, das ist natürlich bitter. Und hier ganz speziell in der Talpassage, ich sitze hier ganz vorne rechts, diese Links-Rechts-Schikane, die ist ganz, ganz, ganz fies zu fahren, aber da haben sich die Leute am schnellsten eigentlich dran gewöhnt, vor allem, weil hier ganz vorne im Bild, die hängt leicht. Also diese Passage hier, seht ihr das gleich, jetzt kommt dann ein Stopp hier, die hängt nach links unten, die Passage, und das ist aber eine Linkskurve, das heißt, hier wird das Auto sehr leicht und bricht leicht nach rechts aus. Und das ist schon sehr, sehr interessant zu fahren. Ja, aber in was für einer Runde? Es ist generell natürlich, das ist unsere Philosophie, eine wichtige Geschichte, auch enge Kurven zu fahren. Einzelkurven an sich sind ja sehr verpönt, ganz klar. Aber eine Kehre, eine Schikane dort, das ist schon, ja, das bringt zusätzlich Würze in Slot Racing. Hier sitzt den Bertl ganz rechts. Hier ein kurzer Ausschnitt nur vom DTM, da habe ich wenig Videomaterial gehabt, leider, muss ich sagen. Und ich habe das DTM gewonnen, das ist mal ganz was Neues, selten der Fall. Da war ich dann auch schon stolz, ganz klar. Hier sind wir jetzt schon beim M1, ja, das Finale. Hier fahren wir mit Leben, ja, also 3 Leben. Wenn du 3-mal deslottest aus Eigenverschulden, bist du weg. Und das ist natürlich im Kopf eine ganz andere Geschichte, ja, weil wenn man da 3-mal deslottert, ist man weg. Auch wenn man jetzt Erster vielleicht war, in Führung gelegen ist, dann ist das natürlich umso schlimmer. Da fährt man schon ganz anders, nicht mit Bremse, aber mit Vorsicht. Erster Gröne. Ja, hier nochmal geschrieben, den Link findet ihr in der Videobeschreibung für diese Drehscheibe, die man bei Amazon bestellen kann. Schaut doch ganz fein aus, also das ist wirklich toll. Da werde ich mir überlegen, mal wieder ein anderes Auto hinzustellen, eine Abwechslung. Ja, und hier noch ganz zum Schluss auch die schöne Kehre, also diese schöne Schikane hier im Infield. Das ist auch immer wieder, ja, Punkt für Unfälle natürlich auch, aber jetzt gerade im Speziell ganz zum Schluss seht ihr dann eine Slow Motion. Hier ganz schön. Und jetzt, ganz interessant, Hilfestellung. Der war deslottet und ist wieder im Slot. Das ist im Rennen gar nicht aufgefallen, den Jungs. Ja? Auch das gibt es natürlich. Jetzt wieder ruhig am Zigarrenring. Alle sind nach Hause gefahren. Es war ein spannendes Finale. Ganz klar natürlich, dennoch hat der Bertl für sich entschieden. Gratulation natürlich auch von meiner Seite nochmal an den Champion des Sommercups 2024 hier in der Weststeiermark bei uns, ja, bei Slot Racing Voitsberg. Ich hoffe auch, das Video hat auch so weit ein bisschen gefallen. Ja. Mal ein paar andere Rennbilder wie sonst hoffentlich auch dabei. Ich bin immer wieder am Überlegen, was man da alles noch machen kann. Mit Ghost Cars, mit Kameras, Onboard-Kameras wieder ein bisschen was zu machen, auch in Zukunft. Wäre vielleicht auch eine interessante Sache. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, eure Ideen oder vielleicht auch Wünsche, ja, was ihr mal gern so sehen würdet bei Rennen oder am Rennabend bei uns hier, wie wir das so machen. Ich habe ja auch spezielle Vorstellungen von Rennen, wie wir sie vielleicht euch zeigen könnten. Ja? Wäre doch auch mal sehr, sehr interessant. Ich sage mal an der Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Tschüss, Baba.